Baumgartlinger schimpft über den Fußball. Julian Baumgartlinger von Bayer Leverkusen geht mit dem Fußballgeschäft hart ins Gericht. In der Kritik stehen vor allem die hohen Ablösesummen. Dem Magazin Elf Freunde sagte Baumgartlinger, der professionelle Fußball habe sich der globalisierten Weltwirtschaft angepasst und weit von der Basis entfernt. Unter anderem durch das Geld aus China sei der Markt komplett aus der Fassung. Außerdem kritisierte Baumgartlinger die WM-Vergaben. Man sehe in Brasilien, wie die Spielstätten verfallen. Das werde in Katar noch schlimmer. Es sei nicht gut, wie dort Ressourcen und Gelder verschwendet würden. Werner froh über Auftakt gegen Schalke. Am ersten Spieltag muss RB Leipzig zum FC Schalke 04 reisen. Nationalspieler und Confed-Cup-Sieger Timo Werner darf sich im Spiel auf ein gellendes Pfeifkonzert einstellen. Nach seiner Elfmeterschwalbe aus der letzten Saison ist der 21-Jährige bei den königsblauen Fußballfans in Ungnade gefallen. Im Trainingslager sagte Werner nun, er sei sogar froh, dass das erste Saisonspiel in Gelsenkirchen stattfinde, dann sei es vorbei. Bernat fällt lange aus. Abwehrspieler Juan Bernat zog sich auf der Asienreise des FC Bayern einen Riss des Syndemosebands im linken Sprunggelenk zu. Wie der Verein vermeldete, wurde der 24-jährige Spanier nun in München erfolgreich operiert. Mit einer Rückkehr ins Mannschaftstraining kann frühestens in 3 Monaten gerechnet werden. Avdiçay vor Schalke aus. Jungstar Donis Avdiçay steht vor dem endgültigen Aus beim FC Schalke 04. Nach der Ausbuttung im Testspiel beim SC Paderborn verwehrt Schalke nun dem 20-Jährigen die Mitreise ins Trainingslager. Eine Trennung scheint unausweichlich. Aufgrund der hohen Ausstiegsklausel Avdiçays von 49 Millionen Euro ist der Verkauf schwierig. Eine Ausleihe ist daher am wahrscheinlichsten. Avdiçay ist noch bis 2019 vertraglich an Schalke gebunden.